Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Dr. Carsten Hautmedizin. Im heutigen Video sprechen wir über ein sehr spezielles Thema und zwar über ein Basaliom, also einen hellen Hautkrebs an der Stirnhaargrenze, wie wir dieses Basaliom entfernt haben und wie wir die Wunde dann mit einer speziellen Lappenplastik wieder verschlossen haben. Ich bin Dr. Robert Carsten, Facharzt für Dermatologie in Mainz und in unserer Praxis behandeln wir ganz viele Patienten mit hellem Hautkrebs, so wie hier bei dieser Patientin mit dem sogenannten Basaliom. Ein Basaliom ist ein Tumor, der immer weiter wächst, der auch vor tiefen Strukturen nicht Halt macht und der deswegen entfernt werden muss, auch wenn er sich so gut wie nie absiedelt. Das heißt, dass er immer an der Stelle bleibt, wo er sich befindet und sich nicht in andere Körperregionen dort weiter metastasiert. Ein Basaliom, gerade an der Stirn-Haar-Grenze, kann leicht übersehen werden, denn es sieht ziemlich unauffällig aus. Unter dem Dermatoskop hat man dann diese Strukturen gesehen, so eine Apfelgelee-artige Masse, glasig. Und wenn man ganz genau guckt, sieht man auch einzelne feine Blutgefäßchen. Und das sind Zeichen, die für ein Basaliom oder ein Basalzellkarzinom sprechen. Warum ist es so wichtig, dass man Basaliome entfernt? Unbehandelt können die Basaliome immer weiter wachsen und am Kopfbereich können sie sogar in den Schädelknochen einwachsen und dann natürlich sehr große Probleme verursachen. Die Ausdehnung von Basaliomen kann man zum Teil nur ganz schwierig feststellen, selbst mit einem Dermatoskop nicht, denn sie haben wie kleine Füßchen an den Seiten, wo sie dann so krakenförmig sich in die Haut und das tiefere Gewebe ausbreiten. Deswegen nimmt man immer einen Sicherheitsrand um die klinischen Grenzen des Basaliums herum, damit man auch diese Ausläufer mit erfassen kann und auch komplett entfernen kann. Eine der effektivsten Methoden zur Behandlung von Basaliomen stellt die Exzision dar, weil man dann auch den Rand zur Seite und zur Tiefe untersuchen kann und feststellen kann, ob man das Basaliom komplett entfernt hat. Denn wenn es komplett draußen ist, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass es wiederkommt und weitere Probleme verursacht. Wie erfolgt jetzt so eine Operation Schritt für Schritt? Nun, zunächst wird das Basaliom abgegrenzt mit einem Dermatoskop, dann wird noch ein Sicherheitsrand außen herum gezeichnet. Dann planen wir den Lappen, den wir zum Wundverschluss einsetzen werden. In diesem Fall war es ein sogenannter Brückenlappen, wo wir die Hautspannung auf eine viel größere Fläche verteilen, sodass dann die Wundränder nicht unter so großer Spannung stehen, sondern die Spannung sich über diesen zusätzlichen Schnitt nach oben hin weiter verteilen kann. Hier in grün ist die Zone markiert, die wir unterminiert haben. Das heißt, dort haben wir den Lappen von der Unterlage gelöst, sodass wir dann diesen Brückenanteil in die Wunde hineinschieben können. Nach der Planung erfolgt die Desinfektion des Areals, dann die örtliche Betäubung. Im Anschluss wird dann der Lappen umschnitten und der Lappen in die Wunde hineinbewegt. Und schließlich als letzter Schritt erfolgt dann die Fixierung, also das Nähen des Lappens an die Stelle, an der er sich befinden sollte, mit feinen Fäden. Dann kommt noch ein Wundverband auf die Stelle und die Operation ist abgeschlossen. Die Operation eines Basaliums ist oft die sicherste Methode, um den Tumor vollständig zu entfernen, weil die Ränder untersucht werden können und damit auch dann festgestellt werden kann, dass hier eine Tumorfreiheit besteht. Die Lappenplastik, die wir hier eingesetzt haben, ist für diese Zone gerade sehr gut geeignet, denn man hat eine gute Verteilung der Zugkräfte über eine größere Fläche und man kann diesen zusätzlichen Schnitt im behaarten Bereich verstecken, sodass er dann hinterher möglichst wenig sichtbar ist. Wenn Sie weitere Fragen haben oder eine persönliche Konsultation wünschen, kontaktieren Sie uns einfach. Sie finden unsere Kontaktdaten in der Videobeschreibung. Bitte vergessen Sie auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren, auch die kleine Glocke zu aktivieren, denn dann erhalten Sie immer auch neue Infos, wenn wir ein interessantes Video aus dem Bereich der Dermatologie und speziell auch der Dermatochirurgie hier veröffentlichen. Teilen Sie dieses Video auch mit jemandem, von dem Sie meinen, dass er davon profitieren könnte. Schreiben Sie auch bitte Ihre Erfahrungen mit Basaliomoperationen gerne hier in die Kommentare. Ich freue mich, von Ihnen zu lesen. Viele Grüße aus Mainz, Ihr Dr. Robert Carsten.